Herzlich willkommen zur heutigen Bibellesung. Heute werde ich das 11. Kapitel des 2. Samuel-Buches vorlesen. Gestern haben wir davon gehört, dass die Ammoniter Krieg gegen David begonnen haben. Sie haben ihn wirklich auf sehr dumme Weise provoziert und das konnte er sich nicht gefallen lassen. Die Schlacht ist erfolgreich für David und seine Leute ausgefallen, aber die Hauptstadt von der Ammoniter Rabba konnte nicht erobert werden. Und das verzögerte sich, aber da geht es heute weiter. Als der Frühling kam, begann wieder die Zeit, in der die Könige ihre Feldzüge unternahmen. Auch König David ließ seine Soldaten ausrücken. Unter der Führung Joabs zogen seine Offiziere mit dem ganzen Heer Israels in den Krieg gegen die Ammoniter. Sie verwüsteten das Land der Feinde und belagerten die Hauptstadt Rabba. David selbst blieb in Jerusalem. Das wird hier interessanterweise extra erwähnt, dass David in Jerusalem geblieben ist. Normalerweise ist er mit dem Heer ausgezogen, auch wie sich das sozusagen für einen obersten Heerführer auch gehörte, aber eben diesmal nicht. Und offenbar war ihm langweilig und dann kam er auf ziemlich dumme Gedanken. Eines Nachmittags, als David seine Mittagsruhe beendet hatte, ging er auf dem flachen Dach seines Palasts spazieren. Da fiel sein Blick auf eine Frau, die im Hof eines Nachbarhauses ein Bad nahm. Sie war sehr schön. David wollte unbedingt wissen, wer sie war und schickte einen Diener los, der es herausfinden sollte. Man berichtete ihm, die Frau heißt Bathseba. Sie ist eine Tochter Eliams und verheiratet mit Uriah, einem Hethiter. David sandte Boten zu ihr und ließ sie holen. Bathseba kam und er schlief mit ihr. Danach kehrte sie in ihr Haus zurück. Gerade vorher hatte sie die Reinigung vorgenommen, die das Gesetz nach der monatlichen Blutung vorschreibt. Es heißt, dass der Palast des Königs ein bisschen höher war als alle anderen Häuser. Und von daher hatte David eben auch einen guten Ausblick und das Haus von Uriah lag wohl ganz in der Nähe. Vielleicht war es auch nicht das erste Mal, dass David sich solche Freiheiten rausgenommen hat. Nach einiger Zeit merkte Bathseba, dass sie schwanger war. Sie schickte einen Boten zu David, der es ihm sagen sollte. Tja, wie geht David jetzt damit um, mit dieser Nachricht? Denn das hatte er irgendwie nicht einkalkuliert, dass das passieren könnte. Oder vielleicht doch? Auf jeden Fall entwickelte er schnell einen Plan. Kaum hatte der König das gehört, ließ er Joab melden, schick sofort den Hethiter Uriah zu mir. Joab gehorchte und schickte den Mann zu David. Als Uriah ankam, erkundigte sich David zunächst, ob es Joab und den Soldaten gut gehe und wie weit die Belagerung der Stadt schon vorangeschritten sei. Nun könnte man natürlich theoretisch denken, dass David seine Verfehlung leid tut und er es Uriah gesteht und was wäre denn schon groß machen dagegen? Aber nein. Schließlich forderte Uriah auf, geh nun nach Haus zu deiner Frau, bade dich und ruh dich aus. Hier wird schon klar, was David eigentlich vorhat. Uriah soll nach Hause gehen, mit seiner Frau schlafen und wenn dann hinterher feststeht, dass sie schwanger ist, kann man David nichts mehr nachweisen. Uriah war noch nicht weit gekommen, als ihn ein Diener einholte und ihm ein Geschenk des Königs überreichte. Das macht Uriah aber nicht willig, sozusagen nun tatsächlich zu seiner Frau zu gehen, sondern weckt offenbar Argwohn in ihm. Doch Uriah ging nicht nach Hause, sondern zur königlichen Leibwache am Tor des Palasts. Dort übernachtete er. Also auch nicht an irgendeinem einsamen Ort, sondern wo jedermann bestätigen konnte, wo Uriah geschlafen hat in der Nacht. David hörte davon und ließ Uriah gleich am nächsten Morgen zu sich rufen. »Warum hast du nicht zu Hause bei deiner Frau übernachtet?«, fragte er ihn. »Du warst doch jetzt so lange von ihr getrennt.« Man merkt schon die Verzweiflung bei David. »Nun geh doch endlich, oder muss ich es dir erklären, was du machen sollst?« Uriah antwortete, »Die Bundeslade steht nur in einem Zelt, und auch die Soldaten Israels und Judas müssen mit Zelten auskommen. Selbst der Heerführer Joab und seine Offiziere übernachten auf offenem Feld am Boden.« Und da sollte ich nach Hause gehen, essen, trinken, mit meiner Frau schlafen, so wahr du, mein Herr, lebst. Niemals könnte ich so etwas tun.
Das Ich wird hier im Original betont, das kann man in der deutschen Übersetzung leider nicht mehr ablesen, aber völlig klar ist, Uja weiß ganz genau, wie der Hase läuft. Und er weist David darauf hin, du bist hier einfach in Jerusalem geblieben zu deinem eigenen Vergnügen. Aber da spiele ich nicht mit bei deinem Spiel. David bat ihn, bleib heute noch hier, Uria, morgen lasse ich dich dann wieder ziehen. So blieb Uria noch in Jerusalem. Am Abend lud David ihn zum Essen ein und machte ihn völlig betrunken. Doch auch diesmal ging Uria nicht nach Hause, sondern schlief wieder bei der Leibwache am Palast. Wer noch Zweifel hat, ob Uria wirklich weiß, was hier spielt, der kann jetzt keinen Zweifel mehr haben. Wenn man absolut betrunken ist, dann braucht es schon einen ganz klaren, festen Willen irgendwo im tiefsten Hintergrund noch, der einen dann dahin führt, wo man wirklich hin will. Was macht David jetzt? Nun, er geht den übelsten Weg von allen. Am nächsten Morgen schrieb David einen Brief an Joab und gab ihn Uria mit. Darin befahl er seinem Heerführer, stell Uria an die vorderste Front, wo der Kampf am härtesten tobt. Keiner von euch soll ihm Deckung geben. Zieht euch mitten in der Schlacht von ihm zurück, damit er getroffen wird und stirbt. Das ist also quasi der Mordbefehl, den David hier ausstellt. Und noch nicht mal offen, so ungefähr bringt ihn um, sondern gebt ihm einfach keine Deckung, so hat er am Ende keine Chance. Und das Perverse ist ja, dass Uria sein eigenes Todesurteil, ohne dass er es weiß, zu Joab bringen soll. Joab hatte die Feinde in der belagerten Stadt schon länger beobachtet und wusste er, wo ihre gefährlichsten Leute standen. Genau dort setzte er nun Uria ein. Joab hinterfragt die Befehle von David nicht, er macht es einfach. Der wird schon seine Gründe haben, denkt er wahrscheinlich. Als nun die Ammoniter aus der Stadt hinausstürmten und angriffen, wurden einige Israeliten getötet und auch der Hethiter Uria war unter den Gefallen. Joab ließ David über den Ablauf des Kampfes genau unterrichten. Er sagte dem Boten, der die Nachricht überbringen sollte, wenn du dem König über das Geschehene berichtest, wird er vielleicht zornig und hält dir vor, warum seid ihr so nah an die Stadtmauer herangerückt? Habt ihr denn nicht daran gedacht, dass die Feinde von der Mauer aus auf euch schießen würden? Wisst ihr nicht mehr, wie es damals in Tebez Gideon zu Abimelech erging? Von einer Frau wurde er umgebracht. Sie warf von der Mauer der Festung einen Mühlstein und schlug ihn damit. Warum also habt ihr so nah an der Stadtmauer gekämpft? Wenn David dir solche Vorwürfe macht, dann erwidere ihm, dass auch der Hethiter Uria gefallen ist. Also Joab macht das böse Spiel mit. Er weiß offenbar, dass David etwas geheim halten will. Und es darf nicht so aussehen, als würde sich David über diesen Verlust freuen. Der Bote machte sich auf den Weg und ging in Jerusalem als erstes zum König. Er berichtete David alles aus, was Joab ihm aufgetragen hatte. Die Feinde waren stärker als wir, erzählte er. Sie stürmten aus der Stadt und griffen uns auf freiem Feld an. Wir konnten sie bis unmittelbar vor die Tore der Stadt zurückdrängen. Doch da schossen die Bogenschützen von der Mauer auf uns herunter. Einige deiner Soldaten wurden tödlich getroffen. Auch der Hethiter Uria ist gefallen. Da antwortete David, geh zurück und melde Joab, lass dich durch diese Niederlage nicht entmutigen. Der Krieg ist ebenso grausam. Mal trifft es diesen, mal jenen. Kämpfe entschlossen weiter gegen die Stadt, bis du sie zerstört hast. Nur Mut, Joab. Was für eine Verhöhnung des Toten. Und das ist genau der gleiche David, der sich bisher doch so vorbildlich verhalten hat. Als Bathseba hörte, dass Uria gefallen war, hielt sie die Totenklage für ihren Mann. Gleich nach der Trauerzeit ließ David sie zu sich in den Palast holen und heiratete sie. Bald darauf brachte sie einen Sohn zur Welt. Und hier könnte die Geschichte enden. Ein typischer Fall von ein Mächtiger beseitigt seinen Untergebenen. Der Herr aber verabscheute, was David getan hatte. Das ist der letzte Satz. Und diese Dimension hat eben David vergessen, die göttliche Dimension. Und darum, was da noch passiert, darum geht es dann morgen. Jetzt gibt es wieder Musik, nämlich das Lied In allen meinen Taten. Das findet sich im Gesangbuch unter der Nummer 368. Helga Richter spielt dieses Lied für uns. Viel Spaß dabei und bis morgen. Tschüss.